Bevor es gleich mit dem ersten Talk von Tag 2 losgeht, für die Anwesenden eine kurze Durchsage. In den Zelten auf dem Camp ist das Rauchen verboten. Es ist nicht nur nett den anderen Mithackern gegenüber, sondern auch einfach gesetzlich verboten. Deswegen haltet euch da bitte dran. Ansonsten eine Camp-Durchsage. Auf den Toiletten bitte die Klobürsten dort belassen und die nicht mit als Spielzeug nach Hause nehmen. Es wurden in den letzten 24 Stunden vermehrt Fälle von Klobürstendiebstahl gemeldet. Es ist irgendwie unpraktisch, wenn man die braucht und da sind dann keine. Okay, hallo zusammen. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute einen Talk anzukündigen, der sich mit einem Thema beschäftigt, das nicht so häufig vorkommt. Hacker im Museum ist irgendwie was, was zumindest in meinem Kopf bisher nicht so richtig zusammenpasst. Deswegen bin ich umso gespannter, heute zu sehen, was uns Obelix dazu zu erzählen hat, was es in Karlsruhe genau zu sehen gibt, wie es dazu kommt. Und deswegen bitte begrüßt mit einem ganz herzlichen Applaus Obelix. Dankeschön. So. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich alle sehen, weil ich sehe euch nicht. Ihr sitzt alle im Dunkeln, aber das ist okay so. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Es war kalt, aber ich sehe, ein paar von euch sind fit. Das ist super. Open Code Hacker im Museum, das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Bericht über ein Projekt, was wir in Karlsruhe die letzten 3 Jahre im Prinzip zusammen gemacht haben. Zusammen, wer da involviert ist, erkläre ich gleich. Das ist eine Geschichte zwischen dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, das ist eine Stiftung des öffentlichen Rechtes, ein Museum und Forschungsinstitution, die sich seit 30 Jahren um die Themen der Medienkunst, Netzkunst und digitale Kunst kümmert. Und relativ groß geworden ist, wenn nicht auch klar, die größte Institution weltweit, die das macht, 15.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, mehrere Ausstellungen parallel, Forschungslabore, internationale Projekte. Also da ist unheimlich viel los. Und auf der anderen Seite steht der Entropia, also der Chaos Computer Club in Karlsruhe. Man sieht das noch sehr unterschiedliche Bilder schon, also Karlsruhe ist halt so der typische Hackerspace und da hacken Hacker irgendwelche Dinge und im Museum werden Künstler ausgestellt. Wie passt das jetzt zusammen, wurde schon bei der Ankündigung gefragt, naja, auf den ersten Blick eigentlich nichts, weil die meisten Hacker, wenn sie an ein Museum denken, dann klingt das eher langweilig oder Pflichtbesuch in der Schule und hat eigentlich keine Lust drauf. Die Grundlage dafür ist aber eigentlich das, was in der Hackerethik steht, was Stephen Levy geschrieben hat, you can create art and beauty on a computer. Also du kannst mit dem Computer auch Kunst und Schönheit erschaffen. Und das ist so der gemeinsame Punkt. Also das ZKM macht sehr viel Medienkunst, die natürlich auch mit dem Digitalen erst so wirklich durchgestartet ist. Da wird sehr viel der Computer benutzt, aber im Prinzip mehr so aus einer künstlerischen Perspektive. Wenn man in den Hackerspace geht oder auch hier einfach auf dem Camp rumläuft, sieht man, dass eigentlich auch überall Kunst ist, wenn auch vielleicht nicht so wirklich entdeckt. Ja? Also die Leute machen technische Spielereien, es gibt unheimlich viel Demoszene, Blinkenlights, das ist alles Kunst. Aber das wird von uns oder von den Leuten hier vielleicht nicht so ganz erfasst. Also die Hacker nähern sich so der Kunst oder der Medienkunst von der technischen Seite und die Künstler und das ZKM eben von der künstlerischen Seite. Um das im Prinzip auch zu erklären, wie wir da angekommen sind, wo wir heute sind, machen wir einen kleinen Rückblick in die Geschichte. Und zwar das ZKM schon 1999 mit einer Ausstellung NetCondition, wo es um den Blick auf das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Technik ging. Ja? Also 1999 kam das Internet, Just on Time, On Demand, in Real Time waren so die ersten Buzzwords, die da aufgetaucht sind. Und das war natürlich ein ganz neuer Raum, der entstanden ist. Und das war im Prinzip schon eine Ausstellung, die im Prinzip durch die Kunst einen künstlerischen Blick auf dieses Thema geworfen hat. Also ihr müsst euch immer denken, wenn ihr irgendwas erklärt, ja, dann erklärt ihr halt Dinge mit technischen Begriffen.
Das ist jetzt aber nicht unbedingt der einzige Weg, den man einschlagen kann. Man kann Kunst auch als Medium benutzen, um Dinge zu erklären. Vielleicht nicht über den gleichen Weg, aber mit dem gleichen Ziel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand habe, der nicht versteht, wie ein selbstfahrendes Auto funktioniert, da kann ich ihm jetzt natürlich Softwarecode zeigen und sagen, naja, hier gibt es irgendwie Obstacle Detection und irgendetwas und so fährt das Auto. Oder man zeigt ein Medienkunstwerk, wo im Prinzip so ein bisschen spielerisch aufgearbeitet ist, wie funktioniert so ein Auto. Am Ende hat der Betrachter beides verstanden, nur die Wege sind unterschiedlich. Wenn man auf die andere Seite schaut, bei Metropia im Jahr 2002 gab es die erste Gulasch-Programmiernacht. Man sieht es noch, Röhrenmonitore damals im Keller mit einem sehr einladenden Schild, was Richtung Keller zeigt. Und genau, also das war auch so der Anfang auf unserer Seite von Metropia dazu. Dann später kam die algorithmische Revolution im ZKM. Das war 5 Jahre später, wo es darum ging, dass Algorithmen ja im Prinzip auch eine gewisse Art von Handlungseinweisung sind, die man auch in der Kunstbewegung noch nicht so wahrgenommen hatte und dann im Prinzip auch mal ausgeschlachtet hat und sich das angeschaut. Parallel dazu, ein bisschen später, bei Metropia die 7. Gulasch-Programmiernacht, das ist einfach so ein Einblick, da schon die ersten Flachbildmonitore, die ersten Laptops zu sehen, also es geht immer weiter voran und die Themen natürlich auch sehr ähnlich. In Karlsruhe gleicher Zeit im ZKM gab es dann die Ausstellung User, das Jahrhundert des Konsumenten, wo es dann um die ganze Auswirkung der netzbasierten Kunst auf die Gesellschaft ging. Also so um diesen Zeitpunkt war Kreativität schon lange nicht mehr Monopol der Künstler. Das Internet war im Prinzip auch schon eine von Raum und Zeit unabhängige kommunikative Plattform, um Kreativität zu entwickeln. Auf der anderen Seite, dann wieder ein bisschen später, Gulasch-Programmiernacht 12. Das, was aus dieser Veranstaltung herausgeht, war vor allem das unheimlich leckere Gulasch-Eis. Also so Ziele und Ergebnisse auf beiden Seiten. Die einen machen Kunst, die anderen machen Eis. In Karlsruhe im ZKM ging es dann wieder weiter mit Globale, der Infosphäre, wo man auch nochmal so einen Blick in diese ganze Informationsgesellschaft geworfen hat. So viel zu dem Hintergrund, zu wie diese beiden Institutionen sich mit dem Thema befasst haben. Das ZKM mit einer Reihe von 4 Ausstellungen, der Entropia mit 18 oder 17 Gulasch-Programmiernächten. Also es gab schon viel Vorarbeit. Jetzt muss man noch einen Begriff ein bisschen erklären, und zwar nämlich den einer White Cube-Ausstellung. Dazu gibt es gleich noch so ein Bild. Ein White Cube-Ausstellungskonzept ist das, wo man Werke in den Raum hängt und versucht, die Architektur, die den Raum selber in den Hintergrund zu stellen, damit im Prinzip das Werk für sich alleine steht und nicht mit dem Raum agiert. Also wenn man an so ein Konzept denkt, dann das bitte nicht anfassen, ja, also das ist alles ein Stilraum. Es ist eine kurierte Struktur, oft monothematisch, also es gibt natürlich auch Ausstellungen, die ein bisschen breiter sind, aber an vielen Stellen ist es doch auf ein Thema oder auf einen Künstler konzentriert. Eintritt kostet Geld, das ist auch ein Problem. Und es gibt keine Sofas und kein WLAN. Das sieht im Prinzip so aus. Und wie ihr kennt vielleicht, also das ist so eine White Cube-Situation. Und vielleicht, weiß nicht, ob jemand schon das Problem an dieser Situation erkennt. Naja, also der Besucher schaut auf sein Smartphone und nicht auf das Kunstwerk. Und das ist halt so ein Problem, das ist also für jemanden, der sich jetzt nicht unbedingt damit befasst, kann so ein Konzept halt sehr langweilig und sehr steril wirken, weil man sich da im Prinzip nicht abgeholt fühlt. Also man kann da nicht einfach so reinlaufen in sein Wohnzimmer und das funktioniert halt für manche Sachen in der Kunst, aber nicht für alles. Auf der anderen Seite haben wir so den Hackerspace und da gilt, setz dich und nimm dir einen Keks. Also es ist eine sehr offene und Willkommensatmosphäre im Allgemeinen. Die Struktur ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, um nicht zu sagen, dass das meistens nicht aufgeräumt ist. Aber wenn euch jemand sagt, dass der 3D-Drucker neben dem Staubsauger steht, dann hat das einen Grund, es ist bloß nicht sofort zu erkennen. Es gibt Pizza und Chunk, das gibt es im Museum auch nicht. Eintritt ist frei und offen und es gibt WLAN, wenn es nicht gerade kaputt ist. Das sind so, glaube ich, diametral sehr entgegengesetzte Räume und die Frage ist jetzt, wie verheiratet man diese zwei Konzepte
nicht jedes Museum ist ein White Space oder White Cube Museum, nicht jeder Hackerspace ist unaufgeräumt und ein kaputtes WLAN, aber so grob mal aufgezeigt. Das war dann im Prinzip so das Ergebnis, das sind Hacker, die in einem Museum sitzen. Und dazu kommen wir gleich mehr im Prinzip. Wir haben zusammen mit dem ZGM dann ein Ausstellungsformat entwickelt, das zugleich Kunst zeigt, aber auch die Notwendigkeiten und den ganzen Kontext um Kunstwerke herum im Prinzip aufgestellt hat. Ja, also es muss natürlich auch irgendwie als Museum zu erkennen sein. Es muss eine gewisse Struktur haben, Kunstwerke müssen organisiert sein. Auf der anderen Seite soll es natürlich aber auch irgendwie locker sein, denn wir wollen ja auch was mit Hackern zusammentun. Deswegen gibt es auch WLAN und es gab Club Mate am Anfang, bis sie dann alle war. Und Strom und Tische und alles Mögliche und Sofas natürlich auch. Man sieht vielleicht so ein bisschen Parallelen. Das war jetzt die 18. Gulasch-Programmiernacht, die auch im gleichen Raum stattfindet. Und auf der anderen Seite die Eröffnung der Ausstellung Open Codes. Und hier kam es schon zu der ersten lustigen Geschichte im Prinzip, dass wir wollten, also die Idee dieser Ausstellung war jetzt nicht irgendwelche Hacker zu Besuch zu haben und die dann nur so wie Fische im Aquarium reinzulegen, sondern dass die auch im Prinzip mitgestalten. Und dann wurden halt eingeladen, dass sozusagen man bei der Eröffnung auch irgendwie einfach den Hackerspace mal für einen Abend in diese Ausstellung umzieht. Und das war auch relativ erfolgreich, weil dann auch, was machen Hacker, wenn sie irgendwie Platz haben, dann bauen sie Feldtelefonsystem auf und machen das auch manchmal sehr autonom, ohne unbedingt nachzufragen. Und man sieht schon, dass hier die entsprechenden Kabel einfach durch den Raum gespannt wurden. Und das hat irgendwie nicht wirklich jemand gemerkt, aber es war dann auch zur Ausstellungsöffnung da. Sonst, wenn ihr euch an das Bild erinnert von dem White Cube Museum, was wir, oder dem Ausstellungskonzept, was wir am Anfang gesehen haben, dann ist das doch sehr anders. Und zwar aus vielen Gründen. Zum einen ist es sehr offen. Also es wurde auf Wände verzichtet. Wir wollten einen offenen Raum. Wir wollten einen sozusagen, der auch gewissermaßen hell ist und auch im Prinzip so eine gewisse Art von Freiheit darstellt. Zum anderen, das erkennt man jetzt hier nicht unbedingt, sind die Kunstwerke jetzt nicht unbedingt thematisch einsortiert, sondern es ist aufgefallen, dass die Werke ja oft viele Bereiche des Digitalen berühren. Also es gibt Werke, die sich mit dem Thema Encoding oder dem Thema Algorithmic Governance, Algorithmic Economy befassen, aber es ist nicht immer so, dass es sich in eine Kategorie eintragen lässt. Und deswegen gibt es im Prinzip keine Ecke für Bitcoin, es gibt auch keine Ecke für Nachrichtentechnik, sondern es ist im Raum verteilt und jedes Werk gliedert sich sozusagen virtuell in so eine dieser Gruppen ein. Das heißt, man kann auch einfach durch den Raum laufen und entdeckt im Prinzip auch Kunstwerke, die vielleicht überhaupt nicht so aussehen, als ob sie zueinander passen würden, aber dann doch nebeneinander stehen, weil sie vielleicht die gleiche Gruppierung haben oder eine der Gruppierungen. Ein Werk kann auch in mehreren Gruppen drin sein. Das war so im Prinzip diese Idee auch, dass man einen Raum schafft, in dem sich alle wohlfühlen. Denn was man jetzt auf diesem Bild nicht unbedingt erkennt, aber was wir gleich noch erklären, ist, dass in dieser Ausstellung nicht nur Kunstwerke stehen. Also es geht ja darum, dass man auch dieses Wissen vermittelt. Wenn man über Digitales und über das Internet spricht, dann ist das nicht etwas, was man jetzt ausstellen kann und dann steht das für ein Jahr dort, weil die meisten Sachen sind ja im Prinzip morgen schon veraltet oder ändern sich auch regelmäßig und deswegen muss diese Ausstellung auch inhaltlich belebt werden. Das passiert durch Vorträge, das passiert durch Workshops, das passiert durch Leute, die da einfach rumsetzen. Also es wurde versucht sozusagen wirklich diesen Hackerspace-Charakter, wo Leute sich einfach zusammentreffen und irgendwas machen, was halt gerade aktuell ist, auch nachzuempfinden. Dafür wurde die Ausstellung auch länger geöffnet. Also sie hat am Donnerstag auch bis 22 Uhr offen, dass die Leute, die berufstätig sind, auch in diese Ausstellung kommen. Und ganz wichtiger Punkt, der Eintritt war frei, weil wenn man irgendwie Eintritt bezahlt, dann kommt man nur einmal hin. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon zweimal in die gleiche Ausstellung gegangen sind, obwohl sie Eintritt kostet. Vermutlich nicht. Und das ist ein Problem, was wir natürlich dann mit freiem Eintritt gelöst haben.
Jetzt ist natürlich so, dass wir, kann man so aus dem aus der Zusammenarbeit zwischen Hackerspace und Museum ein paar lustige Geschichten erzählen, aus denen man auch viel gelernt hat. Und das war unter anderem diese Internetsituation. Also als diese Ausstellung eröffnet wurde, war das Internet noch nicht so, wie sich Hacker wünschen. Also es hat nicht so ganz performt, war aus irgendeinem Grund hat es nicht so funktioniert. Und deswegen kam dann Freifunk in die Ausstellung. Und die Situation war eigentlich ganz klar. Also es gab zu dem Zeitpunkt kein freies WLAN. Weil welches Museum hat freies WLAN? Das ist noch nicht so üblich, damals jedenfalls noch nicht, heute wird das schon immer besser. Die Lösung war, dass die Freifunk-Jungs einfach Plastikrouter strategisch in Kunstwerken mit Netzanschluss versteckt haben und dann da im Prinzip so ein Guerilla-Freifunk-Netzwerk aufgebaut haben. Das hat natürlich funktioniert, allerdings war dann die Museumstechnik sehr unglücklich über gehackte Kunstwerke. Und dann gab es ein paar Gespräche und jetzt ist im Prinzip Freifunk in die Hausinfrastruktur integriert. Insofern haben wir das auch sauber gelöst. Das war natürlich auch wichtig, weil das erscheint euch vielleicht jetzt irgendwie sehr logisch, dass wenn man irgendwie einen Hackerspace hat, dass man irgendwie WLAN braucht. Das ist jetzt aber im musealen Kontext vielleicht nicht immer so der Fall, weil auch viele Workshops einfach offline und ohne Digitales passieren oder man denkt, naja, das passt doch schon so und so weiter und so fort. Aber es geht ja bei dem Hackerspace oft auch darum, nicht einfach nur etwas zu machen, so wie man es braucht, sondern auch einfach es so zu machen, dass man die bestmögliche Lösung hat. Und das war dann sozusagen auch der Grund, warum wir gesagt haben, naja, WLAN ist im Prinzip kein Add-on, sondern es ist etwas, was wir aktiv in diese Ausstellung bringen wollen, damit die Leute auch alle Werkzeuge haben, um sich frei entfalten zu können. Also es soll ja nicht nur der Eintritt frei sein, sondern auch das Internet frei sein und dann fiel natürlich auch die Wahl auf das Freifunk. Nächste Idee war dann, dass ein Hacker-Kunstwerk in die Ausstellung sollte und das ist so passiert, dass wir in der Vorbereitung gab es viel Austausch zwischen Kuratorinnen und dem Hackerspace und als die dann im Hackerspace waren, haben die natürlich irgendwelche Dinge gesehen, die bei uns einfach noch rumliegen und dann so, oh, aber das ist ja cool, das ist ja eigentlich Kunst und das wollen wir in der Ausstellung haben. Und das lief dann so ein bisschen chaotisch, keiner weiß genau warum, jedenfalls war das Werk dann irgendwann in der Ausstellung, niemand weiß so genau, wie es reingekommen ist, aber es hing auf einmal dort und hat dann nachträglich auch ein Schild und einen Eintrag in die Datenbank bekommen, weil das irgendwie nicht gut kommt, wenn da kein Schild neben dem Kunstwerk ist. Und das sind auch so diese Verständnisunterschiede zwischen Hackerspace und Museum. Also im Hackerspace kannst du einfach irgendwas aufhängen und dann hängt es halt da und ist irgendwie lustig. Und im Museum gibt es da ganz, ganz viele Personen, die da informiert sein müssen. Also die Museumstechnik muss das irgendwie warten. Die Führungskräfte müssen meine Führungen erklären, was das für ein Kunstwerk ist. Die Kuratorinnen und Kuratoren müssen wissen, dass das Werk da steht, dass es auch irgendwie thematisch passt. Das muss in die Publikation rein und so weiter und so fort. Also das ist etwas, wo man mehr Vorlaufzeit braucht. Und das war, glaube ich, bei uns irgendwie noch nicht so ganz klar. Und deswegen ist das auch so ein bisschen spontan einfach da reingewandert. Zu dem Kunstwerk selber, also das ist etwas, was von Felix und Clemens bei uns im Entropia entwickelt wurde. Und das ist, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, ein Master-Schlüssel für die Verschlüsselung von Medieninhalten, unter anderem auf HDMI. Und die Idee war, es gab schon Diskussionen bei CSS, diesem Content Scrambling System, ich glaube für DVDs, wo jemand den Key veröffentlicht hat und dann gab es irgendwie Streit darum, ob jetzt der Besitz dieses Keys verboten ist. Der Key ist aber im Prinzip ja eigentlich nur eine Zahl und jetzt ist die Frage, kann man eine Zahl verbieten oder nicht? Und dann kam so die Idee, mit keine Zahl ist illegal und man kann sich an diesem Kassenzetteldrucker, der an der Seite ist, da so Keys ausdrucken, die auch gültig Medieninhalte entschlüsseln, beziehungsweise als die Geräte signieren können, ist glaube ich der richtige Begriff. Und jetzt ist auch die Frage, ist jetzt der Besitz dieser Zahlen verboten oder nicht? Kann man eine Zahl verbieten? Man weiß es nicht. Es ist noch nicht geklärt. Und das war so ein Thema, was dann auch in dieser Ausstellung im Prinzip angesprochen wurde. Also das ist auch so ein klarer Aspekt, dass die Werke auch immer verschiedene Themen berühren. Also das ist natürlich jetzt eine rechtliche Frage, ist auch so eine technische Frage. Denn
wie stellt man etwas im Museum aus, wo man nicht weiß, ob es legal ist oder nicht, weil es wäre irgendwie uncool, wenn dann jemand verklagt wird. Und das sind dann alles so Gedanken, die man sich da im Prinzip stellen muss. So sieht's aus. Ich habe vergessen, das Bild einzublenden. Das ist der Schlüssel und an der Seite der Kassenzetteldrucker, der dann diese Keys ausdruckt. Genau. Das ist ein Beispiel von einem Werk. Dann natürlich die spannende Frage, wie stellt man eigentlich eine... Hört ihr mich noch? Oder? Jetzt höre ich mich nämlich nicht mehr. Hört ihr mich noch? Ich weiß es gar nicht. Ist irgendwas kaputt gegangen? Nee, jetzt geht wieder, oder? Soll ich das benutzen? Ja. Okay. So. Dann natürlich die Frage, wie stellt man eine Community aus? Wie macht man das am besten? Eine Community ist etwas, was jetzt nicht unbedingt greifbar ist. Ja, also das, da kann man, macht man jetzt ein Bild davon oder schreibt man da jetzt einen Text oder zeigt man ein Video. Das sind alles, das ist eigentlich relativ unklar, wie man sowas macht. Das Ergebnis von Überlegungen war, naja, eine Community kann man im Prinzip nicht ausstellen, man kann sie einfach nur selber am Leben sozusagen. Ja, also da muss man einfach teilhaben. Und das war auch im Prinzip auch eine dieser Motivationen, diese Tische und diese Öffnung der Ausstellung zu haben, damit auch im Prinzip Community-Arbeit dort passieren kann. Weil es ist ein offener Raum, in den auch Besucherinnen und Besucher einfach reinlaufen können und auch mal sehen, was da so los ist. Ja, dann ist halt irgendwie gerade ein Vortrag über was auch immer, Coreboot oder ob PHP die beste Sprache ist. PyCon war da, Gulasch-Programmiernacht. Und das sind natürlich alles Veranstaltungen, die in einem gewissen öffentlichen Raum passieren, in denen auch einfach neue Besucher reinstolpern und auch das entdecken können. Da das aber nicht von ganz alleine passiert, haben wir das so ein bisschen gefördert. Wir haben das Open Meetups genannt. Bei diesen Open Meetups haben wir im Prinzip alle Subgruppen, die da beteiligt waren, also es war nicht nur Entropia, sondern auch Freifunk Karlsruhe, FabLab Karlsruhe, OKLab Karlsruhe, Gäste auch von Forschungsinstitutionen wie dem FZI oder dem Fraunhofer, dem Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe.ai und was auch immer es für Meetups gab, haben sich regelmäßig in dem Raum getroffen und einfach gesagt, ich glaube, jeder erste Donnerstag im Monat von 19 bis 22 Uhr sitzen die Leute da. Und das war ein ganz eigentlich guter Erfolg, weil unter anderem haben sich Communities auch selber kennengelernt. In Karlsruhe ist jetzt eigentlich nicht so groß mit 300.000 Einwohnern. Es stellt sich aber raus, dass es Communities gibt, die sich nicht kennen, obwohl sie das Gleiche machen, weil sie einfach noch nie im gleichen Raum saßen. Und das ist auch einfach hier passiert, indem wir diese Ausstellung gewissermaßen als Plattform benutzt haben. Gleichzeitig sind natürlich Hacker zu diesen Treffen gekommen und dann so, oh cool, hier ist eine Ausstellung, die können wir uns ja anschauen. Und Museumsbesucher so, oh cool, hier ist ein Hacker, die können wir uns anschauen. Also geht in beide Richtungen und das führt natürlich auch irgendwie zu mehr Bürgernähe und zu mehr Kommunikation. Also ich meine, diese ganzen Institutionen wie jetzt Freifunk, FabLab, OKLab und Entropia sind ja jetzt nicht einfach nur ein Selbstzweck. Also man trifft sich ja nicht, um sich untereinander zu bespaßen, sondern man will ja auch oft irgendwie eine Nachricht kommunizieren, etwas nach außen bringen, sich mit Leuten treffen, neue Besucher erreichen, sei es für politische, ethische oder technische Ziele, je nachdem, welche Gruppe man angehört. Und dafür ist das Museum natürlich eigentlich ein ganz netter Ort, weil da kommt genau das Publikum, was sonst nie in den Hackerspace kommen würde. Und insofern war das eigentlich so eines der wirklich bleibenden Effekte dieser Ausstellung. Und wir haben es auch schon angesprochen, also Community muss auch wirklich gelebt werden und es muss auch passieren und deswegen gab es auch viele Vorträge in der Ausstellung. Und man muss jetzt dazu sagen, die Vorträge waren jetzt nicht irgendwie ein Zusatz, also es war irgendwie nicht so, naja, es gibt Kunstwerke und dazu irgendwie Vorträge, sondern die Vorträge sind elementarer Bestandteil, genauso wie die Kunstwerke der Ausstellung. Also es ist sozusagen eine weitere Säule, denn die Idee war, dass die Vorträge diskutieren im Prinzip Themen, die durch verschiedene Kunstwerke aufgegriffen werden, genauso wie aber auch das in der anderen Richtung gewissermaßen als Inspiration geht. Also es war halt oft schon so, dass dann Vorträge waren und danach ist man durch die Ausstellung gegangen und hat sich ein Werk angeschaut, das dazu gepasst hat oder umgekehrt, zuerst Werk angeschaut und danach Diskussion darüber. Und das war auch so ein bisschen, dass man dieses Programm, was oft bei Institutionen dieser Art vielleicht eher am Rand
Bekanntes, ja, oder wenn man irgendwie an Workshop und Museum denkt, dann denkt man irgendwie an Basteln und Kleben und Malen. Wir haben das im Prinzip deutlich gesteigert. Also es fanden regelmäßig täglich, vielleicht mehrmals am Tag, Workshops statt zu allen Themen. Also es gab Live-Coding, es gab Vorträge von der Gulasch-Programmiernacht, es gab, glaube ich, sogar einen ökumenischen Gottesdienst und all diese Sachen finden in dem gleichen Raum statt, dass man sozusagen auch diese Interaktionen der verschiedenen Gruppen und Themen miteinander hat. Wenn man natürlich viele Hacker in so eine Ausstellung einlädt, muss man irgendwie vorsichtig sein, weil Medienkunst ist jetzt nicht unbedingt, da ist IT-Sec jetzt nicht unbedingt das Top-Thema. Und ich muss aber sagen, dass ich eigentlich sehr glücklich bin, dass niemand versucht hat, während der GPN irgendwie Windows XP auf so ein Medienkunstwerk zu installieren. Das ist auch so ein Verständnis, was, glaube ich, gewachsen ist. Also bei den Anfängen, wo Entropia und das ZGM zusammengearbeitet haben, war im Entropia auch oft zu hören, so, warum ist das Kunst? Das sehe ich doch jeden Tag und es ist doch irgendwie nur Text, ein Monitor und langweilig und das kann man doch bestimmt hacken. Da ist aber auch im Prinzip ein ganzes Verständnis auch bei vielen Mitgliedern gewachsen, dass Kunst im Prinzip nicht nur das Objekt selber ist, sondern dass es sich bei Kunst auch um den Kontext handelt. Also man muss auch immer sehen, wie das Werk entstanden ist, wann das Werk entstanden ist. Dann bei manchen Kunstwerken so, das ist aber Pixelgrafik, das sieht ja voll langweilig aus und dann kann man sagen, naja, guck mal, das wurde irgendwie 98 programmiert, da sah das halt so aus. Und die Beachtung dieses Kontext und der Zusammenhänge ist dann auch etwas, was natürlich das Verständnis von so Kunst im Prinzip steigert. Zu den Workshops kann man noch so ein paar coole Beispiele bringen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Also das ist jetzt wir waren mit der Ausstellung auch in Indien und in diesem Dharavi-Slum, das ist, glaube ich, der größte Slum Indiens oder ganz Asiens, vielleicht der ganzen Welt, ich weiß es nicht genau, da wohnen 800.000 Leute auf 2 Quadratkilometer. Und wir haben das Programm Turtle Stitch benutzt, was vielleicht einige von euch kennen. Da kann man mit so Drag-and-Drop-Blöcken Code machen, der dann auf einer Stickmaschine ausgeführt wird. Und das hat natürlich im Prinzip dieses Ausstellungskonzept auch voll erfüllt in der Art und Weise, ist, dass man zu der einen Seite muss man irgendwie coden, also man braucht ein gutes Verständnis von so ein bisschen Mathe, was sind Loops, wie bewege ich mich im Raum. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch irgendwie mit Kreativität verbunden, denn es entstehen Formen, man kann auch Farben draus machen und dann dieser Zusammenhang zwischen im Prinzip Kunst und Technik wird dadurch sehr klar. Und das Beste bei so einer Stickmaschine ist, dass die Kids das irgendwie nach Hause nehmen können, auf ihrem T-Shirt eingesteckt und dann auch mal so ein bisschen was Handgreifliches haben, wenn sie etwas programmieren. Denn Sinn und Zweck ist, dass man auch irgendwie mit nach Hause nehmen kann, was man gemacht hat und das nicht nur irgendwie virtuell auf dem Bildschirm zu sehen ist. Weiter in Indien wurde dann auch zum Beispiel partizipativ so ein Leitwürfel, ein Leitcube gebaut, das ist im Prinzip ein überdimensionaler LED-Würfel, der von Entropia entwickelt wurde und indische Kinder haben diese Lampen unter anderem gebaut, zusammen mit Rainer Keres, einem Künstler aus Karlsruhe. Und auch wieder da starke Interaktion zwischen Kunst und Technik. Die Zusammenarbeit zwischen Künstlern und dem Entropia war zwar unheimlich cool, aber auch nicht immer einfach. Also Künstler funktionieren doch sehr anders wie Techniker. Und das sind auch so alles Dinge, die wir gelernt haben. Wenn wir nochmal zu den Veranstaltungen in Ausstellungen kommen, das ist auch etwas, was man vielleicht nicht so oft sieht. Also das ist eine Algorave, die in einem Museum stattfindet. Das ist natürlich immer so ein bisschen, wenn man da irgendwie Leute hat, die Party machen und daneben Kunstwerke, dann ist das so ein bisschen gefährlich, weil man weiß ja nie, was die jetzt gerade abreißen. Im Endeffekt ist aber alles immer gut gelaufen. Die Leute waren eigentlich immer ganz brav und zivilisiert, sowohl in Indien als auch in Deutschland. Und das war natürlich dann auch, dass man diesen Raum einfach auch für andere Dinge nutzt, als einfach nur Kunst zu zeigen, macht im Prinzip aus dem Museum nicht mehr so einen passiven Ort, sondern so einen Lernraum und im Prinzip eine Art Bildungsexperiment. Als abschließendes Bild kann man jetzt noch die aktuelle Ausstellung, die gerade in Shanghai zu sehen ist, zeigen. Und was ich hoffe, ihr habt es bemerkt durch diese drei Ausstellungen, die wir jetzt gesehen haben, also Karlsruhe, Mumbai und Shanghai gezogen hat, ist dann doch ein sehr offener Raum sozusagen, der
der im Prinzip ja also wenig weiße Wände hat und viel Inhalt und auch immer mit Tischen und der Möglichkeit, partizipativ dran zu arbeiten. Und das war im Prinzip auch der Kern der Sache, dass man sozusagen, dass man die Elemente eines Hackerspaces, wie man ihn kennt, im Prinzip in den Kontext von einem Museum bringt und damit auch so ein bisschen vielleicht das Museum hackt. Um jetzt auf den Titel zurückzukommen, Hacker im Museum, auf jeden Fall, sowohl als Teilnehmer, als auch Besucher, als auch Kuratoren, alles vorhanden. Und man kann auch sagen, vielleicht haben wir Kunst gehackt, wir wissen es nicht so ganz, kann man selber schwer beurteilen. Aber wir haben diesen Raum genommen und ihn einfach auch zweckentfremdet. Also genauso wie wenn wir jetzt im Ziegeleipark das in eine riesige Partyzone umbauen, haben wir halt im Prinzip ein Museum umgebaut in einen riesigen Hackerspace. Und die Ausstellung Karlsruhe lief vom Oktober 2017 bis Juni 2019, also über 1,5 Jahre und war auch sehr stark besucht, sowohl von Besuchern, also normalen Besuchern, als auch von Hackern. Und auch regelmäßig Plattformen für Vorträge. Genau. Das war jetzt so ein Überblick sozusagen über das, was wir diese letzten 2 Jahre in Karlsruhe unter anderem gemacht haben. Das war so ein Projekt, in dem so 10, 20 Mitglieder im Prinzip involviert waren. Genau. Und ich hoffe, ihr seid jetzt irgendwie schlauer geworden, aber jetzt haben wir sogar noch Zeit für Fragen. Cool, vielen Dank schon mal bis hierhin. Ja, falls es hier im Saal Fragen gibt, dann dürft ihr zu einem der Fragenengeln entweder hier vorne oder weiter hinten im Saal kommen und eure Frage stellen. Fangen direkt hier vorne an. Hi, vielen Dank für diese schöne Präsentation und überhaupt für die Idee, Hacker und Museum zusammenzubringen. Ich komme eher von der Kulturseite, bin Kulturwissenschaftlerin und ich weiß, dass es sehr schwer ist, Museen zu überreden, freien Eintritt zu ermöglichen. Wie habt ihr das geschafft und wie habt ihr das finanziert? Ja, das ist eine gute Frage. Also es war, glaube ich, nicht einfach. Zum Teil wurde es im Prinzip durch Sponsoren ausgeglichen, also durch Spenden. Im Prinzip wurde einfach nach Spenden gefragt und da gab es dann so ein paar Großspender. Das war aber eigentlich nur wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich glaube, was prinzipiell auch das möglich gemacht hat, war einfach, dass man viele der Werke, aber auch viele der Veranstaltungen nicht unbedingt, wir haben die nicht eingekauft oder so. Also für diese Veranstaltung wird ja im Prinzip auch irgendwie kein Geld bezahlt, weil wir gesagt haben, das ist etwas, was wir gemeinsam machen. Ja? Also die Ausstellung ist eine Plattform und wenn da jemand einen Workshop macht, dann macht er das nicht für das Museum, sondern dann macht er das, weil er es selber machen will, genauso wie die Leute auch hier einen Talk halten. Und das reduziert die Kosten halt schon mal irgendwie sehr stark, weil man im Prinzip Vortragende halt einfach sich da Budget spart. Und ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie kostenlose Arbeit ist, soll es auch nicht sein. Und deswegen haben wir ja auch den Eintritt freigemacht, dass man auch sagen kann, naja, wir geben den freien Eintritt, ihr gebt den freien Content oder umgekehrt. Zum anderen ist natürlich so, dass auch gewissermaßen irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen getroffen wurden. Also die Ausstellung lief natürlich länger. Dann ist gegebenenfalls das Budget, was man für den Auf- und Abbau einbauen muss, im Prinzip über einen größeren Zeitraum verteilt. Und wenn man jetzt sagt, naja, wir haben im Prinzip am Donnerstag bis 22 Uhr geöffnet, das wurde dadurch ausgeglichen, dass am Samstag erst um 14 Uhr aufgemacht wurde und nicht schon um 10 oder um 11. Und insofern hat man da so einfach so ein paar Planungstricks angewendet. Aber im Endeffekt, Geld verdienen kann man damit nicht. Es hat, glaube ich, schon ein relativ großes Loch geschlagen. Aber es war es auf jeden Fall wert. Mich würde interessieren, ob ihr andere Projekte mit Kulturinstitutionen plant, wie zum Beispiel Theater oder so, oder ob es mit dem ZKM irgendwie weitergearbeitet wird. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind mit Karlsruhe auch mit dem JUBETS, das ist so ein Kultur- und Jugendverein, der macht ganz viel, also so Theateraufführungen und Töpferworkshops und alles Mögliche. Und da gibt es diese JUBETS-Mediale unter anderem. Da werden so Schulklassen eingeladen und dann kann man da ganz viele Dinge machen. Und wir sind da auch irgendwie mit Lötworkshops und Stickmaschinenworkshops vertreten.
Mit dem ZGM gibt es auf jeden Fall und der Hochschule für Gestaltung, die da auch ist, eine weitergehende Zusammenarbeit, da bei den Institutionen sozusagen Gastgeber der GPN sind, also sie stellen die Räume zur Verfügung und natürlich auch gibt es da viel Zusammenarbeit im Bereich Inhalt. Und des Weiteren gibt es auch jetzt nicht direkt vom Entropia, aber so thematisch passende Sachen bei den Seasons of Media Arts. Das ist ein Projekt, wo im Prinzip Kunst und Kultur in den öffentlichen Raum gebracht wird. Und da gibt es zum Beispiel am Samstag einen Workshop zu hier diesen Staubsensoren bauen. Heute gibt es einen Workshop zum Transparenzportal der Stadt Karlsruhe. Also diese Idee, auch diese ganzen Themen weiterzuführen, ist natürlich auch vorhanden und geht auch weit über das hinaus, was der Entropia eigentlich macht. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, ich sehe im Moment keine mehr. Alles klar, dann nochmal vielen Dank, Obelix.